Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu War on the Sea. Leute, in der letzten Folge ist etwas sehr Erstaunliches passiert. Die KI hat es wirklich geschafft, uns zu übernachten. Übernachten. Ja, in der Nacht. Zu überraschen, sollte es eigentlich heißen. Sie haben uns hier um circa 3 Uhr in der Nacht angegriffen. Und zwar den Carrier-Verband Süd, also den Flugzeugträgerverband Süd, der ist hier auf, ja, eine relativ große Gruppe an Feindschiffen gestoßen. Wir werden versuchen, etwas ja, Distanz zwischen uns zu bringen und mal gucken, dass wir von denen wegkommen. Und ich hoffe, dass wir sie dann 2 Stunden lang oder nicht mal 2 Stunden lang von uns fernhalten können, um sie dann direkt im Morgengrauen ausfindig zu machen und zu zerschlagen. Ja, wir haben unsere große Kampfgruppe hier bestehend aus dem Schlachtschiff Ise und mehreren schweren Kreuzern sowie auch mehreren Zerstörern auf den Weg geschickt. Die sollen auch hier für zusätzliche Sicherheit sorgen. Die brauchen allerdings ja fast 7 Stunden, bis sie hier nur annähernd in dem Gebiet sind. Da werden wir mal gucken. Ich zähle auf unseren Flugzeugträgerverband Nord, denn hier hat die Shukaku und auch die Suyu noch ordentlich Flugzeuge geladen, so dass wir den Feind ja tatsächlich auf den Grund des Meeres bringen können. Aber wir müssen erstmal sehen, ob wir das überhaupt alles so hinbekommen. So, wir haben hier ein U-Boot. Genau, das ist das mit den schweren Schäden. I-37 gehört eigentlich hier unten zu I-36, aber soll erstmal nach oben repariert werden, weil hier ja schwere Schäden an Bord vorherrschen. Dann haben wir noch 2 weitere U-Boote auf dem Weg nach New Hebrides, I-26 und I-27. Die sollen hier einen Wechsel durchführen. Ein Wachwechsel quasi, denn diese beiden U-Boote haben nur noch 10 bzw. 7 Torpedos und die sollen oder werden nicht mehr lange reichen. Ja, dann haben wir hier unsere beiden Zerstörer, Momi und Kaya. Die patrouillieren hier oben und schauen, ob wir dort mit neuen Überraschungen zu rechnen haben. Ansonsten haben wir immer noch unsere U-Boot-Verbände hier, welche die Zufahrten zu Guadalcanal im Süden bzw. hier westlich von Guadalcanal selber decken. Eine weitere U-Boot-Gruppe, bestehend aus I-45 und I-39, sind vor Milne Bay in Position gegangen. Hier kämpfen unsere japanischen Truppen immer noch um die Vorherrschaft auf dem, ja, noch in Besitz der Amerikaner liegenden Hafen. Das Flugfeld haben wir damals bombardiert und konnten es zerstören. Das ist der Stand der Dinge und ich würde sagen, dann schnacken wir gar nicht lange weiter rum, sondern drehen die Zeit wieder an und hoffen, dass wir ja mit unserem Flugzeugträger hier davonkommen. Machen wir auf 300-fache Geschwindigkeit. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. I-25 und I-21 hier südlich von Rennell Island gehen hinter unseren Flugzeugträgerverband in Stellung, um möglicherweise die Schiffe abfangen zu können. So, und wir haben es geschafft. Es ist tatsächlich 5 Uhr. Das heißt, jetzt werden die Flugzeuge hier starten und werden mit ihrer Aufklärung beginnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die jetzt entdecken werden, Leute. Wir werden zusätzlich von I-25 und I-21 die Jakes losschicken. Auch die sollen hier mal einen Kreis drehen, aber einen etwas kleineren. Sagen wir mal, der ist ein bisschen sehr klein, würde ich sagen. Naja, andererseits, warum denn nicht? Und du schickst auch dein Los, aber mit einem deutlich größeren Kreis. Okay, Leute, und dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Da haben wir gerade eine Meldung. Hier kommt aus New Hebrides was raus. Können wir jetzt aber gerade, Task Force 35 ist unseres. Können es leider gerade nicht uns angucken. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal ins Gefecht und schauen an, was dort ist und greifen gegebenenfalls an. Aha. Das ist wieder ein deutlich größerer Verband, der verlegt in Richtung 210. Also hier in diese Richtung. Na, wo ist er? Dort hinten. Wir schauen nicht ganz in die Richtung.
Können wir da wohl noch was machen? Wir lassen sie erstmal aufklären. Geben wir ihnen mal ein paar Sekunden. So. Ja, doch, die kommen schon in unsere Richtung. Habe ich mich gerade vertan? Sehr gut, Leute. Da können wir mal wieder für richtig Rabatt sorgen. Hier fahren wir mal etwas zurück. So, das erste, was wir schauen, ist, haben wir ein Layer. Ja, 59 Meter. Die erste Frage, die ich mir stelle, wie tief ist es denn hier? Ich würde jetzt mal sagen, tief genug, oder? Dass man hier keine Infos zur Wassertiefe hat, ne? Das ist auch so ein bisschen kritisch, möchte ich sagen. Aber ich glaube, 59 Meter, das kriegen wir noch hin. Okay, dann. Wir haben I33 angewählt. Eigentlich bist du doch schon weit genug entfernt. Ja, du bleibst da auf Position. Du drehst dich vielleicht mal nur ein kleines Stück. Nee, auch nicht. Nee, nee. Du bleibst genau da, wo du bist. Du fährst mal mit 5 Knoten in die von mir befohlene Richtung. Und du bleibst da, wo du bist. Und dann schauen wir mal an, was sind denn hier lohnenswerte Ziele? Wir haben hier einen Zerstörer. Dahinter haben wir noch einen Zerstörer. Dann haben wir einen leichten Kreuzer. Noch ein leichter Kreuzer. Ich glaube, das ist auch noch ein leichter Kreuzer. Und den hier, den haben wir mal angeschlagen. Dieser Verband, der war schon mal in ein Gefecht verwickelt. Glaube, der hier auch. Wir haben schon mal die beiden hinteren angegriffen. Ich glaube, dass das der Verband war, den wir vor mehreren Folgen mit unseren Betty-Bombern angegriffen haben. Deswegen hat er hier auch so ein bisschen Schräglage. Weiß ich frage, was machen wir? Die hinteren beiden rausnehmen? Oder wollen wir in der Mitte zuschlagen? Weil die anderen beiden Schiffe, die sind auf jeden Fall erstmal eine ganze Zeit weg. Die brauchen einige Tage zur Reparatur. Wenn wir die beiden in der Mitte noch rausnehmen, dann haben wir gleich 4 Kreuzer mehr oder weniger aus dem Spiel genommen, Schrägstrich für eine ganz lange Zeit, für mehrere Tage aus dem Spiel genommen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, die beiden in der Mitte zu attackieren. Und darum kriegst du den als Ziel und du kriegst den als Ziel. So, und dann finden wir mal raus, um was für Schiffe es sich denn hier handelt. Es sind definitiv Amerikaner. Es sind keine Zerstörer. So, wir haben 3 Kanonen vorne, 2 hinten, das passt schon mal. Wir haben die Rampen hinten und auch den Kran. Die Schornsteine mit dem Scheinwerfer in der Mitte, das passt auch. Brückendachaufbauten, das passt auch. Genauso wie der Mast hier und der Mast dort. Das ist eine Brooklyn Class. Von der haben wir schon 5 Stück versenkt. Von den insgesamt 9, die es gibt. Ne, Moment. Ne, wir haben 6. 6 haben wir schon versenkt von den 9, die es mittlerweile gibt. Ja, und das ist auch, wenn ich mich recht entsinne, ein Zerstörer, der. Den wählen wir schon mal ein. Der gar nicht mal. Kreuzer, sag ich. Ein Kreuzer, der schon ziemlich was auf dem Kasten hat. Ja. Luftabwehrtechnisch ganz gut aufgestellt. Auch ein Luftradar mit einer ziemlich guten Reichweite. Sonar hat er jetzt nicht. Aber er hat eine ziemlich gute Torpedoverteidigung. Das heißt, wir sollten da vielleicht gleich mit 4 Torpedos ran. So, und dann für den hinteren. Dort haben wir ein etwas altmodischeres Schiff mit altmodischen Kanonen. Aber immer noch ein Kreuzer. Atlanta Class, könnte das sein? 3 Geschütze. 3 Geschütze. Schornstein. Drehen wir das mal so. Schornsteine passt auch, besonders hier mit den ganzen Öffnungen.
Die Maste, das passt auch. Brückenbauten, Aufbauten passt auch. Und die Form des Rumpfes passt auch, ja. Hier haben wir eine Atlanta. Von der haben wir 1, 2, 3, 4 von 8 bereits versenkt. Das heißt, auch 50% dieser Schiffe sind außer Dienst. Ja, Leute, ich meine, ist doch eine gute Ausbeute. Machen wir das doch so. Dann lassen wir die ein bisschen näher rankommen. Ach, die Schiffe hier, die hängen ein bisschen hinterher, weil sie langsam sind. Das könnte vielleicht sogar. Na, die Zerstörer werden auf Jagd gehen. Das werden wir nicht hinkriegen, die hinteren auch noch anzugreifen. Warten wir mal ab, was passiert. Ich würde am liebsten eigentlich sofort abtauchen mit den U-Booten, um dem Feind es nicht zu ermöglichen, uns zu finden. Aber, ich glaube, das sollten wir schon tun. Also, wir sollten schon sofort abtauchen, das will ich damit sagen. Die Gefahr, durch die Zerstörer gefunden zu werden, ist doch schon sehr groß. So, ein bisschen näher fährst noch ran. Wir machen aber schon mal ein bisschen weniger Fahrt, um etwas leiser zu sein. Aber das soll mir reichen. Wir stoppen auf. Ja, der schleppt sich hier mit allerletzter Kraft in den Hafen. So, Feuerleitlösung von 74 bis 75. Er liegt bei ungefähr 70. Okay, dann gehen wir schon mal an die Torpedos ran. Wir haben geladen 6 Stück. Wir werden mit 1 Grad Versatz. Ja, ich möchte nicht alles verschießen, bin ich ehrlich. Weil möglicherweise kommt noch ein weiteres interessantes Ziel irgendwann aus dem Hafen und dann haben wir gar keine Torpedos mehr. Das wäre ein bisschen schade. Wir werden erstmal 4 verschießen. Und zwar mit beiden. Du hast sogar noch 10 Torpedos. Ja. Okay. I-34 wird zuerst schießen. So, auch zwischen 70 und 73% Feuerleitlösung. Kleinen Moment warten wir aber noch. Vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Ich denke mal, dass das Beste vielleicht so um die 80 ist. Na gut, 84 bis 77, 74 bis 77. Meine, andererseits, wir hatten auch mal eine Feuerleitlösung von 99% und davon sind 3 Torpedos daneben gegangen. Also dementsprechend ist das hier eigentlich nie wenig aussagekräftig. Okay. Ich glaube, wir sollten dann schießen. Ja, dann warten wir einen kleinen Moment. Und so, was ist hier mit unseren anderen Kumpels? Die schleppen sich so dahin. Was wir machen könnten, ist. Ah, Leute, das ist mir. Ich würde es gern tun, aber ich glaube, das ist mir zu gefährlich. Wir werden abtauchen. Leichtes Ziel, aber man soll es auch nicht übertreiben. Wir gehen auf 60 Meter Tiefe, um schön im Layer zu sein. Und machen Fahrt zurück für einen Knoten erstmal. Und dann schauen wir mal, ob unsere Torpedos treffen. Nee, von da müssen sie kommen.
Sehen tue ich es jetzt noch nicht. Doch, da sehe ich sie. Und Leute, die sitzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, es haben alle getroffen. Nein, einer ist daneben gegangen. Einer ist daneben gegangen. Bei der Atlanta. Na, schauen wir mal, ob die Wirkung ist wie versprochen. Oder wie wir uns das versprechen. Ja, die Brooklyn singt schon mal. Wunderbar. Und die Atlanta sinkt auch. Ja, sie brennt auch lichterloh, Leute. Das heißt, diese Schiffe sind am Ende. So, ihr dreht noch. Wir lassen den Timer schon runterlaufen. Leute, fantastisch. Wieder zwei Kreuzer aus dem Spiel rausgenommen. Die haben sich auch gedacht, Leute, wir sind zu Hause, wir sind so kurz vor dem Heimathafen. Und dann plagen auf einmal die Torpedos ein. Und das Schicksal dieses Schiffes ist besiegelt. So, ihr versucht hier von dannen zu drehen. Was, wir können ja zumindest mal es versuchen, in die Richtung zu kommen. Gehen mal auf 8 Knoten. So, das reicht schon. Wir bremsen wieder auf. Hören auch auf zu drehen. So. Und jetzt die Frage. Ich meine, wir könnten in 50 Sekunden das Schlachtfeld verlassen. Würden wir es schaffen, aufzutauchen, Torpedos loszulassen und dieses Schiff zu versenken? Vor allen Dingen, welches U-Boot ist denn I-31? I-31 hat noch 3 Torpedos. Das heißt, wenn wir da 2 drauf verschießen, würde das höchstwahrscheinlich reichen, wenn die denn treffen. Leute, kommt, wir probieren's. Auftauchen auf 10 Meter. Lassen die Uhr mal ein bisschen schneller tickern. So. 69%. Ah, das ist natürlich. Ja, gut. 71. 69 bis 71%. Leute, wir probieren es aber mal. Wenn wir ihn dann noch versenken können, dann bin ich zufrieden. Dann gehen wir jetzt direkt wieder auf Periskoptiefe. Ach, stimmt gar nicht. Auf Layer-Tiefe. Lassen die Uhr wieder laufen. Und schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Genau, was ist das eigentlich für ein Schiff? Das müssen wir auch noch gucken. Auf jeden Fall eins, welches sehr, sehr schräg im Wasser liegt. So, ist das auch eine Brooklyn? Nein, ist es nicht. Wir haben zwar 3 Geschütze vorne, aber eins davon ist altmodisch. Das könnte Cleveland sein. 3 Geschütze, 1 altmodisch. Hinten 3 Geschütze, 1 altmodisch. Wir haben 1, 2, 3, 4 weitere Geschütze an den seitlichen Decks. Genauso wie Flugabwehr. Wir drehen das mal so. Ja,
Das passt auch. Die Masten, das passt auch. Genauso wie der Kran und die Rampen hinten. Ja, das ist eine Cleveland, Leute. Von der haben sie sehr, sehr viele. Eigentlich ein Ziel, welches nicht ganz so interessant ist. Aber wir versuchen es trotzdem. So, jetzt haben wir hier noch 140 Sekunden. So, Torpedos sehe ich da vorne. Sieht erstmal gut aus. Ein Treffer. Zwei Treffer. Sehr schön. Mal gucken, ob das gereicht hat. Verzeihung bitte. Die dreht hier hinten auch noch weiter ihre Runden. Jetzt sind die Maschinen ganz ausgefallen. Das Schiff macht keine Fahrt mehr durchs Wasser. Wir haben noch 90 Sekunden. Komm, das wirst du doch wohl nicht aushalten. Jawohl, die Cleveland sinkt auch. Leute, drei Kreuzer versenkt. Drei Kreuzer versenkt. Und ich würde sagen, jetzt werden wir aber auch wirklich unser Glück nicht weiter. Ah, wie heißt denn der Satz? Strapazieren. Das wollte ich sagen. Jetzt bleiben wir auf der Layer-Tiefe und werden hier die noch 50 Sekunden ablaufen lassen. Alles andere wäre mir wahrscheinlich zu waghalsig und würde uns nur wieder ein U-Boot kosten. Drei Kreuzer ist doch wirklich eine wunderbare Ausbeute. Und weg hier, bevor jetzt gleich die Zerstörer kommen. So. Ja, Brooklyn, Atlanta, Cleveland versenkt. Das gibt uns 26 Kommandopunkte. Mit denen können wir wieder ordentlich neue Schiffe uns kaufen. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder mit den Kommandopunkten über 50 insgesamt. Schauen wir mal. Ja, sogar fast 60. Wahnsinn. So, hier haben wir jetzt natürlich nicht mehr viele Torpedos, insgesamt noch 7. I-33 hat sogar nur einen. Ja, und die Ablöse, das dauert natürlich noch ein bisschen, bis die da ist, ne? Ah, okay. Na gut, Leute. Ja, machen wir weiter. Das war jetzt ja eigentlich nur ein Nebenschauplatz, der sich zufällig ergeben hat. Und dann einfach mal drei Kreuzer versenken. Boah, kann sich sehen lassen. Wir machen jetzt erstmal weiter hier und schauen, dass wir hier die Feinde finden. Wie ist das Wetter? Ah, ist natürlich sehr bedeckt. Gerade in dem Gebiet. Sehr, sehr bedeckt, Leute. Das wird nicht einfach, dort die Feindschiffe aufzuklären. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir sie finden werden. Gucken wir mal mit dem neuen Tag. Haben wir noch keine neuen Ressourcen bekommen? Ich denke, die nächsten Ressourcen, also Treibstoff, Supplies und Ingenieursmaterial, wird auch erst am Tag 21 kommen. Also alle 7 Tage war das ja immer. Zumindest steht es so im Handbuch. Die U-Boote fahren mal weiter nach hier. Zum Ort des nächtlichen Geschehens, wo auf einmal der Angriff erfolgte. Und wir haben am Flugzeugträgerverband Süd tatsächlich ein weiteres Aufkommen von Feindeinheiten. Und wir werden dafür jetzt mal einige Flugzeuge starten, Leute. Und zwar, ich denke, am sinnvollsten ist es tatsächlich, 12 Cates zu starten mit Torpedos. Die können wir noch mehr starten? Schauen wir mal. Ich glaube, das Flugdeck wird dann sehr belegt sein. Ja, dauert noch eine halbe Stunde. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was mehr im Gebiet. Und dann schauen wir uns mal an, was hier so abgeht. Beginnen. Start. Relativ klare Sicht. Ich erwarte den Feind mehr oder weniger hinter uns. Wir machen mal
das Radar an. Oder kommt tatsächlich Torpedos rein, dass jetzt auf einmal uns doch noch ein U-Boot auflaut. Und tatsächlich, Leute, da hinten sind Torpedos. Es ist kein Überwasserkampf. Dann Sona an, Sona an. Du wirst so ziemlich genau vor dir. Formation brechen. Auf Maximalgeschwindigkeit gehen und ab dafür. Müssen wir mal genau gucken. Er fährt so ziemlich geradeaus. Jetzt kann ich hier die Flugzeuge nicht anwählen. Da, da ist das Schiff. Du wirst auch die Formation brechen. 36 Knoten. Erstmal geradeaus und dann vielleicht schon mal so ein bisschen nach Steuerbord. So, die Suikaku, wovon ich stark ausgehe, welche das Ziel sein wird. Die wird einmal volles Fund drehen, auf 30 Knoten hochgehen und wird dabei von der Nachi und von der Miyoko, welche aber nach rechts dreht, gedeckt. Die Kongo wird auf 30 Knoten erhöhen. Die Sendai hat nur Wasserbomben, wird auch auf 30 Knoten erhöhen. Und die anderen beiden Schiffe sind quasi auf Jagd. So, jetzt können wir erstmal nur abwarten. So, schade, dass man sich keinen Marker auf der Minimap machen kann. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Normalerweise auf der Strategiekarte würde das mit den Tasten funktionieren, die ich jetzt gerade drücke. Ich glaube P oder O war es. Geht hier aber leider nicht. Na gut, wir werden erstmal ein Stück fahren. Schauen, wohin die Torpedos ungefähr kommen. Ja, Torpedos haben wir im Blick. Und das sieht tatsächlich auch ziemlich gefährlich für die Kongo aus. Wisst ihr was? Wir werden mit der Kongo auch mal eine harte Drehung hinlegen. Und die Sendai geht mal kurz mit der Fahrt runter auf 18. Wird auch drehen. Wir werden hier kein Schiff verlieren, Leute. So, du gehst mit der Fahrt runter. So, dann kannst du schon gerade lenken. Die Sendai wird jetzt hart Steuerbord gehen. Beziehungsweise, eigentlich wäre es besser, wenn du auch hart Backbord gehst. Hart Steuerbord natürlich. Ich will jetzt hier nicht die Richtung vertauschen. Steuerbord rechts, Backbord links. So. Dann kannst du schon mal auf 20 Knoten wieder hochgehen. Ihr könnt langsam, aber sicher wieder gerade lenken. Und von mir aus, nee, ihr bleibt mal auf 30 Knoten. So. Du drehst noch ein Stück. So, und dann erhöhst du jetzt hier auch auf Mopsgeschwindigkeit. Du gehst langsam mal auf 20, na sagen wir erstmal auf 12 Knoten runter. Du gehst auch auf 12 Knoten runter. Du lenkst jetzt gerade
Die Suikaku kann jetzt auch gerade lenken. So. Damit sind wir den Torpedos erstmal ausgewichen. Und unsere Schiffe sind hier auf dem Weg. So, wo willst du eigentlich hin? Du bist gerade der Kongo ausgewichen, weiß ich. Aber du sollst trotzdem noch weiter nach da oben fahren. So, und wir schauen schon mal, ob wir hier irgendwas entdecken. Bisher nichts. Hallo? Aha, da haben wir den Kalunken. So, du fährst bitte dahin. 12 Knoten werden reichen. So, und ich möchte, dass du hier das abbrichst. Warum brichst du das jetzt nicht ab? Ich möchte das. So. Schön nah dranbleiben. Schön weiter anpingen. So, wir erhöhen ja nochmal auf 14 Knoten. Du bleibst auf 12. Ich glaube, du gehst sogar mal auf 10 Knoten weiter runter. Der entkommt uns nicht, Leute. Okay, Leute, wir sind auf der Spur dieses U-Bootes, der Amerikaner. Wir haben es geortet mit unserem Sonar und dem werden wir die Hölle heiß machen. Ja, und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, dann steigen wir direkt in eine sehr, sehr spannende U-Boot-Jagd ein. Leute, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Lasst mir gern ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.